Meine Geschichte ist vor 4 Tagen zum Ende gekommen. Ich habe es gestern im Rising Up auch schon einen Teil davon erzählt, aber ja, manche Sachen eben doch nicht so genau. Und ich habe mir eigentlich vorgenommen gehabt, ich erzähle es mal genau, was passiert ist und wie ich damit umgegangen bin. Und genau, damit ihr mal ein Beispiel habt, wie wichtig es ist, vor allem was ich sagen will, wie wichtig es ist, die entsprechenden Bewegungen zu machen, die entsprechenden Aktionen zu machen, die wirklich was zu tun, auch im Außen. Das ist so eine wichtige Sache und ich habe auch selber immer gedacht, ja, innere Arbeit heißt, ich muss im Außen nichts tun. Aber innere Arbeit führt dazu, dass ich im Außen genau die entsprechenden Handlungen. Oftmals haben wir Angst, diese Handlungen zu unternehmen. Und das ist so wichtig, dass wir da durchgehen. Es ist immer eine Angst. Und die Handlungen, die sind ganz oft ganz glasklar eigentlich da. Und entweder Überzeugungen aus dem Selbstkonzept halten uns davon ab, diese entsprechenden Handlungen zu machen oder nicht. Und das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Wir müssen handeln. Wir müssen Entscheidungen treffen und uns danach richten. Auch wenn es beängstigend ist. Das ist jetzt mal einfach so der Rahmen, warum ich jetzt hier meine Geschichte erzählen möchte. Und es ist mir selber natürlich nicht leicht gefallen. Da waren wirklich schwere Sachen dabei. Und vor allem, wenn man weiß, dass man schon oft gehandelt hat und Sachen gemacht hat, die einen halt dann irgendwo in Anführungsstriche in die Scheiße geführt haben, zumindest mal nicht dahin, wo ich wollte. Und ich wusste tatsächlich nicht vor, sagen wir im September, wusste ich nicht, dass ich dieses Jahr nach Brasilien fahre. Es war also keine lang geplante Geschichte, aber es war etwas, es hat immer bei mir so, war wow, ich will nach Brasilien, ich will wieder nach Brasilien. Und dann habe ich Freunde gesehen, die gepostet haben. Und ich wollte, irgendwie war das klar, ich will wieder nach Brasilien, aber ich hatte keinen Plan. Was ist passiert vor 6 Jahren? Vor 6 Jahren habe ich mich entschieden, meinen Sohn mit nach Brasilien zu nehmen, zum Kitesurfen. Der war 14 Jahre alt und ich war schon immer hier mit ihm auch ganz, ganz oft in Brasilien und habe gedacht, jetzt kann er auch Kitesurfen, jetzt kann ich ihm das Brasilien zeigen und er kann diese Freude, die er beim Kitesurfen hat, kann er hier, weil hier hat es immer Wind, hier ist es immer warm, du kitest quasi in der Badewanne und das wollte ich ihm erleben lassen. Und die Frau, die damals mit ihrem Sohn gestartet ist, die wusste nicht, wie viel Angst sie hat. Ich war mir nicht bewusst, wie viel Angst ich habe um meinen Sohn. Um meinen Sohn. Ich habe um mich nie Angst gehabt, aber um meinen Sohn. Ich hatte so viel Angst um meinen Sohn, aber ich war mir nie bewusst. Das war alles so eine unterbewusste Angst. Und wenn ich zurückdenke, hat die eigentlich schon in der Schwangerschaft angefangen, wo ich wirklich sogar Befürchtungen dann eben auch hatte, ist er gesund und so weiter und so fort. Also da war ein riesengroßes Angstpackage, war schon immer dabei. Warum habe ich wirklich so einen Sohn, der das macht, was er macht? Der ist jetzt übrigens gerade in Peking zur Freestyle Snowboard Weltcup. Und ja, warum habe ich so einen Sohn, gell? Um einfach, ja, mich dieser Angst zu stellen. Ich hatte nie eine andere Wahl, aber mir war nie, auch nie so klar und so bewusst, wie ängstlich ich war. Auf jeden Fall bin ich dann mit ihm in Brasilien angekommen, alles war noch gut, alles war noch schön und dann plötzlich am nächsten Tag, dann ging es, ja, wir gehen kiten, wir gehen aufs Wasser, wir gehen aufs Meer. Und plötzlich habe ich realisiert, oh mein Gott, hier ist niemand. Hier ist kein Boot, hier ist kein Rescue, hier ist überhaupt keine Infrastruktur, hier ist gar nichts. Hier ist jeder auf sich selber gestellt. Und dann ist meine Panik schon
ziemlich Duschen groß hatten wir doch. geworden und Die Duschen hatten mein wir Sohn doch. hat natürlich Ja, lass überhaupt mal. von dem Was Ganzen machst du jetzt? mitbekommen. Und ich wollte ihm natürlich auch die Freude nicht versauen. Und dann bin ich halt mit ihm kiten gegangen. Und das ist hier in Brasilien, macht man das so, da fährt man wirklich ganz lang an der Küste entlang. Und dann von hier aus gibt es dann irgendwo eine Lagune und dann steigt man da aus. Und dann habe ich halt gesagt, ja gut, dann machen wir das. Und ich habe die ganze Zeit nach hinten geschaut. Ich habe die ganze Zeit geschaut, so, wo ist er denn, wo ist er denn? Und ich habe nicht auf meinen Weg geschaut. Ich habe nicht auf mich geschaut, sondern ich habe immer nach hinten geschaut, bis wir in ein Gebiet kamen, wo riesengroße Wellen waren. Und diese riesengroßen Wellen, die haben mich dann vom Brett geschmissen, weil ich nicht darauf vorbereitet war. Und dann haben die mich gegessen und gewaschen und ich habe wirklich Todesangst gehabt. Also ich bin geschwommen, ich habe gezappelt und wie verrückt und dann ist die nächste Welle gekommen, ich habe wieder gezappelt und ich habe wirklich gedacht, Scheiße, was geht hier? Ich war völlig in Panik. Und dann irgendwann mal hat es mich ans Meer gespült. Mein Sohn kam dann schön angefahren, hat dann noch meine Sachen eingesammelt gehabt. Und ich stand am Strand und habe mir gedacht, eigentlich ist alles okay. Eigentlich ist gar nichts passiert. Aber irgendwie ist was nicht in Ordnung. Irgendwas ist was. Aber es war alles in Ordnung. Irgendwie ist was nicht in Ordnung. Und zwar in der ersten Woche, wo wir hier ankamen, insgesamt waren wir 3 Wochen da. Und ich habe dann angefangen, so Rückenschmerzen zu bekommen. Und ich hatte früher mal ganz, ganz viele Rückenschmerzen. Das war eigentlich für mich so, ja, Rückenschmerzen kommen und gehen. Und diese Rückenschmerzen, die sind einfach nicht gegangen. Und es war alles irgendwie so unangenehm und ich hatte Schmerzen. Und ich habe aber überhaupt nicht gewusst, wieso. Halt normale Rückenschmerzen, die gehen dann schon wieder weg. Und ich mache halt alles, was ich sonst immer mache. Bisschen massieren und trotzdem weiter Kitesurfen. Und es wurde immer schlimmer. Und dann kam ich nach Hause, dann bin ich zum Arzt gegangen und dann haben die ein MRI gemacht von mir, von meinem Rücken, weil ich ja so Rückenschmerzen hatte und ich konnte wirklich fast nicht laufen. Ich bin auch gelaufen wie eine Ente. Ich bin gelaufen wie eine Ente, ich habe gehinkt und ich war Schmerzen. 24 Stunden am Tag. Und in diesem Jahr hatte ich noch mein Gasthaus. Und wir hatten Ski-WM. Das heißt, wir waren komplett ausgebucht und das Haus war voll. Und ich bin rumgelaufen, gehinkt, die Gäste bedient, hatte Schmerzen, Schmerztabletten genommen und war der Überzeugung, ich muss alles selber machen. Die anderen können das nicht, die Angestellten machen das nicht richtig. Und wenn ich es nicht mache, dann macht es keiner. Also ich war so richtig im Opfermodus, ja, damals. Das war ich. Ich war damals voll im Opfermodus. Ich habe mich aufgeopfert. Und meine Masche war so, schaut nur, wie ich leide. Schaut nur, ich muss alles machen. Ihr helft mir ja nicht. Ich muss noch bedienen gehen und ich muss laufen gehen und ich kann fast nicht laufen. Heute weiß ich natürlich, dass alle mir super gerne geholfen hätten. Aber ich habe sie nicht gelassen. Ich habe sie nicht gelassen. Ich habe niemanden gelassen, mir zu helfen. Weil ich natürlich der Überzeugung war, ich bin die Einzige, die das gut kann. Ich bin die, die Verantwortung hat. Ich bin die, die dafür sorgen muss. Und die anderen sind alle faul. Ja, die sind ja faul. Die wollen ja gar nicht richtig arbeiten. Die arbeiten ja nur, wenn ich ihnen in den Arsch trete und so weiter und so fort. Und das war mein Mindset. Das war mein Mindset. Und so habe ich mich aufgeschunden. Aufgeschunden. Und es wurde immer schlimmer. Es wurde immer schlimmer. Bis dann irgendein Arzt gesagt hat, ja, wir müssen den Rücken operieren. Wir müssen den Rücken operieren. Und ich wusste irgendwo, nein, ich muss den Rücken nicht operieren. Muss ich sicher nicht operieren. Und dann habe ich mich halt auch geweigert, den Rücken zu operieren. Dann ging das weiter. Ja, meine Wirbelsäule, ich weiß nicht, ich habe auch schon oft mal gepostet, wie die war so richtig schön schief. Dann hat sich der Ischiasnerv eingeklemmt. Wer das schon mal hatte, das ist sau schmerzhaft. Und es war so, dass mein Bein hat sich dann angefangen, wie anzufühlen wie so ein
ein Stück Holz, aber Schmerzen. Und es war so, als hätte mir 24 Stunden am Tag hat mir jemand mit dem Vorschlaghammer gegen den Knöchel gehauen. Solche Schmerzen hatte ich. Und dann habe ich irgendwann mal ausprobiert, okay, ich kann ja mit Krücken gehen. Wir hatten noch Krücken im Keller und dann bin ich mit Krücken gegangen. Das war besser. Aber ich habe mir doch nicht erlaubt, mit Krücken zu gehen. Ich habe ja keine Diagnose. Es hat mir ja niemand gesagt, ich soll mit Krücken gehen. Das geht nicht. Ich gehe nicht mit Krücken. Scheinbar habe ich ja was am Rücken, also mache ich Übungen und ich gehe ins Fitness und ich hab gehinkt und gemacht und getan. Ich konnte mich fast nicht mehr bewegen. Dann war die Saison vorbei. Dann bin ich mit meinem Sohn nach Fuerteventura gefahren in ein Hotel, wo ich wusste, dass er Spaß hat. Ich konnte dann nur am Pool liegen und dachte mir, ja, dann mache ich jetzt Physio und das geht dann schon wieder. Ich konnte nicht mal mehr laufen durch dieses Hotelresort. Das war so, dass mein Sohn mich dann irgendwann mal stand er mit dem Rollstuhl vor Massage, Zimmer und hat mich abgeholt, weil ich nicht mehr laufen konnte. Und dann habe ich ihm gesagt, nee, Rollstuhl geht gar nicht. Rollstuhl geht überhaupt gar nicht. Ich fahre sicher nicht mit dem Rollstuhl. Also bin ich rumgehinkt in Schmerzen. 2 Wochen lang. Wenn ich das so erzähle, das ist Wahnsinn. Aber ich habe gesagt, das wird wieder, das wird wieder. Rückenweh haben wir schon immer mal gehabt, das wird wieder. Und vor allem, ich habe nicht auf meinen Körper gehört, oder? Überhaupt nicht. Und dann wieder nach Hause. Irgendwann konnte ich nicht mal mehr Auto fahren, weil ich überhaupt nicht mehr die Kupplung drücken konnte. Dann sind wir nicht mal irgendwo hingefahren zum Essen oder so, sondern sind immer nur in diesem Resort geblieben. Und zum Schluss habe ich es irgendwie fertig gebracht, dass ich uns zum Flughafen gebracht habe, zum Heimfliegen. Und dann ging es halt weiter. Das war eine Odyssee von 4 Jahren, wo ich einfach nur Schmerzen hatte, wo ich gedacht habe, es geht weg. Das muss weggehen und dann Dr. Joe Dispenza und die Heilung und es muss sich alles, das wird alles. Aber logisch kann es nichts werden. Logisch kann es nichts werden, wenn ich nur im Widerstand bin. Wenn ich die bin, die kämpfen muss. Wenn ich die bin, die niemand unterstützt. Wenn ich die bin, der nicht geholfen wird. Wenn ich die bin, gegen die alle sind. Mein damaliger Partner, der war dann auch irgendwann mal so weit und hat gesagt, du musst operieren lassen, du musst deinen Rücken operieren lassen. Bis der dann gegangen ist. Der hat es 1,5 Jahre mitgemacht. Der hat mich auch zweimal ins Krankenhaus gefahren, wo ich mich dann irgendwie an Schmerzmittel anhängen habe lassen, damit es irgendwann mal der Schmerz weggeht. Also wenn ich das erzähle, das ist so der krasse Wahnsinn. Und es hat nie was geholfen. Es hat nie was geholfen. Bis ich dann irgendwann mal gesagt habe, gut, entweder wird es besser, entweder wird mein Leben geil oder ich gar nicht. Geil oder gar nicht. Geil oder gar nicht. Ich bin ausgecheckt. Es ist alles über mich hereingefallen. Mein Partner hat mich dann verlassen, logischerweise. Dann war das noch ein riesengroßes Drama. Und ich muss sagen, der hat wirklich alles gegeben. Der wollte mir helfen, aber er war ja auch einer von den Bösen, oder? Einer von denen, die mir nichts Gutes wollen, die mich nicht unterstützen wollen. Ich konnte keine Unterstützung sehen. Ich war immer die, die alles alleine machen muss. Ich war immer die, die von niemandem unterstützt wird. Niemand hilft mir und jedem ist scheißegal, wenn es mir schlecht geht. Und wenn ich so erzähle, fällt mir noch ein, wie ich in der Dusche stand und ich habe so Schmerzen gehabt und ich habe so geschrien, wofür werde ich bestraft? Wofür werde ich bestraft? Warum werde ich so bestraft? Und straf mich, straf mich. Ich war tatsächlich überzeugt, dass ich so gesündigt habe, dass ich so schuld bin, dass mir das zusteht, dass ich so gestraft gehöre. Und das war natürlich dieses Selbstkonzept. Das habe ich von meiner Mutter übernommen. Die hat sich so gesehen und mich natürlich auch so.
Ganz böse, ein böses Mädchen war ich. Ich war immer ein ganz, ganz böses Mädchen. Ich habe immer gegen alles rebelliert. Und ich war ein böses Mädchen in ihren Augen. Und es hat mir alles recht geschehen. Ist mir alles recht geschehen, oder? Und all diese Gedanken und all diese Überzeugungen, die haben in mir gewohnt. Ich war die. Und genauso habe ich mich selber behandelt. Genauso. Und mein Ex-Partner, der hat dann irgendwann mal hat er aufgegeben, logischerweise. Und dann war natürlich er wieder auch der Böse. Und natürlich war er auch wieder einer, der nicht für mich da war und mich nicht unterstützen wollte. Der wollte mich ans Messer liefern, der wollte mir meinen Rücken kaputt operieren lassen und so weiter und so fort. Logisch war der der. Der musste der sein. Der war ein ganz toller Mensch. Der hat am Anfang, der war super, der war perfekt. Der wollte mit mir zusammenleben, der wollte mit mir zusammenziehen und meinem Sohn. Und auch da habe ich das so lange getrieben und habe gesagt, eigentlich willst du gar nicht mit mir zusammenwohnen. Eigentlich willst du gar nicht mit mir zusammenwohnen. Bis er dann gesagt hat, ja, du hast recht, ich wollte eigentlich noch nie mit dir zusammenwohnen. Spiegel 1:1. Heute weiß ich das natürlich alles. Und damals war ich natürlich diejenige, mit der man logisch nicht zusammenwohnen will, oder? Wer will schon mit mir zusammenwohnen? Dieses minderwertige, schuldige Wesen, das für alles Böse, das so böse ist und deswegen für alles Böse verantwortlich ist und der es halt noch recht geschieht, dass sie so Schmerzen hat und dass sie so leiden muss. Die war ich damals. Die war ich. Und so eine kann nicht heilen. So eine kann nicht gesund werden. So eine hat Schmerzen verdient, ist böse. Und das hat mich halt alles auf diesen ganzen Weg getrieben. Und es war also wirklich, sage ich mal, der Zenit des allen Übels, der mich da reingetrieben hat, bis ich alles verstanden habe, bis ich begriffen habe, wo es herkommt, was es für eine unglaubliche Lüge ist, bis ich begriffen habe, wer ich wirklich bin, bis ich begriffen habe, was ich verdient habe und bis ich begriffen habe, wie alles funktioniert. Und bis ich halt begriffen habe, dass ich mich hinlegen darf, dass ich nichts mehr tun muss, dass ich mich ausruhen darf. Und das habe ich dann gemacht. Und das habe ich später dann herausgefunden, warum das geholfen hat, weil ich hatte einen Riss durch dieses Zappeln, durch dieses Schwimmen hier, dieses Angst vorm Ertrinken haben, hatte ich einen Riss bekommen in der Schambeinfuge. Und mein ganzer Körper ist instabil geworden. Und mein ganzer Körper hat sich verkrampft, weil ja keine Stabilität mehr da war. Jeder Muskel hat mir wehgetan, die Wirbelsäule ist schräg geworden. Und meine Hüfte hat sich komplett aufgerieben durch dieses Weiterbewegen. Wegen der Instabilität durch den Riss in der Schambeinfuge. Im ersten MRI stand es drin. Das hat kein Arzt gesehen, das hat kein Arzt beachtet. Ich habe es dann gesehen, irgendwann mal, wo wir umgezogen sind, habe ich das Papier gefunden und habe es mal gelesen und habe gesehen, dass das da drin steht. Und das ist genau das, was ich machen wollte, oder? Was ich machen wollte, mit Krücken laufen und mich hinlegen. Das wäre eigentlich das gewesen, was mir gut getan hat. Und das ist das, was man macht, wenn man einen Riss in der Schambeinfuge hat. Das ist das, wie man das heilt. Gut, ich habe halt lieber 3 Jahre gelitten, bis ich das dann halt gemacht habe. Bis ich das gemacht habe, mich hingelegt habe, aufgegeben habe und gesagt habe, jetzt ist mir alles scheißegal. Alles ist mir scheißegal, entweder wird mein Leben geil oder ich will es gar nicht. Und ich habe auch gedacht, was wollen die denn alles operieren an mir? Mir tut alles weh, mir tut alles weh. Ein Tier hätte man eingeschläfert. Ich habe mich wirklich so gefühlt wie ein geschlagenes, gequältes Tier. Mir hat alles weh getan. Ich habe Tag und Nacht, 24 Stunden am Tag, Schmerzen gehabt. Und keine Ahnung, wie ich das ausgehalten habe. Keine Ahnung. Aber jemand, dem das halt so gebührt, der kann das auch aushalten, oder? Jemand, der nicht besser ist, als gequält zu werden, weil er so scheiße ist, der kann das auch aushalten. Der kann auch Schmerzen aushalten.
Mein Sohn hat dann irgendwann mal gesagt, ist unfasslich, wie du diese Schmerzen aushalten konntest. Es gibt niemanden, der solche Schmerzen aushalten kann. Und dann, als ich dann mein Mindset geschiftet habe und dann auch die richtige Hilfe erlaubt habe und dann wusste, dass ich diese Scheißperson nicht bin, die so leiden muss, die so gequält werden muss, die Buße zu tun hat, dann hat sich alles geändert. Dann war die Hilfe da, aus dem Nichts. Und dann habe ich die Hilfe aus dem Nichts angenommen. Und dann habe ich die entsprechenden Schritte getan. Und dann habe ich gewusst, ich muss das machen. Es war eine Physiotherapie. Es war super schmerzhaft, die all diese verklebten Faszien wieder entklebt hat. Es war eine Hüftoperation, die den zersetzten Knochen ersetzt hat, neues Hüftgelenk. Es war wieder Sport zu machen. Es war wieder Skifahren zu gehen. Es war wieder Langlaufen zu machen. Es war alles wieder aufzubauen. Und es war klar, ich war die geliebt ist, die gewollt ist, die gewollt ist in diesem Leben, die ein toller Mensch ist, die viel zu geben hat, die weiß, wie das Ganze funktioniert hier. Und um diese Frau habe ich mich dann gekümmert und der habe ich Träume erfüllt, der habe ich angefangen, die Träume zu erfüllen. Mit der bin ich gereist, die ist wieder kiten gegangen, die ist wieder fit geworden und die hat immer noch Angst gehabt vor Wellen. Und diese Frau, die ist nach Naxos geflogen diesen September, weil ich gewusst habe, da hat es richtig scheiß viel Wind. Und ich will jetzt richtig mich wieder herausfordern. Ich will dies wieder so gut kiten können wie früher. Ich will das machen. Und ich bin, irgendwann mal habe ich gewusst, ich muss gehen. Ich muss dahin. Alleine. Und dann habe ich lange rumgeeiert, auch da. Ich habe lange rumgeeiert, aber ich wusste, es ist jetzt der nächste Schritt. Ich muss mein Zeug wieder alleine einpacken, mein Kitezeug, und ich muss alleine an einen unbekannten Ort gehen und ich muss mich dort arrangieren. Ich muss diese Sicherheit finden, weil krass viel Wind ohne irgendjemanden, der auf mich aufpasst, weil ich weiß, das sind Menschen und die werden da sein für mich. Und genau so war's. Und dann habe ich dort Selbstbewusstsein gekriegt. Dann habe ich dort gemerkt, boah, egal wie stark es stürmt, ich kann das. Und dann war ich ready für Brasilien. Und dann kam ich hier an und hier waren die Wellen. In Naxos waren nicht so große Wellen, hier waren plötzlich die Wellen. Und ich so, oh, scheiße, das sind jetzt die Wellen. Das sind die Wellen. Und die letzten 2 Wochen habe ich damit verbracht, zu üben in diesen Wellen. Und auch da waren Menschen da, die haben mich unterstützt. Der Be Bekannte von mir, den ich damals getroffen habe, wo dieser Unfall war, nach dem Unfall, der war wieder da. Und mit dem habe ich mich getroffen. Und dann sind wir 10 Tage lang, sind wir in den Norden gereist. Und der war einfach nur da. Der hat sein Ding gemacht, ich habe mein Ding gemacht. Und ich habe geübt und er war da. Und dann waren noch andere Freunde von ihm da und dann sind wir eben diese Downwinder wieder machen und da waren die Wellen und er hatte gesagt, und du musst in den Wellen fahren, du kannst nicht so weit draußen am offenen Meer fahren, du musst vorne am Strand fahren, da wo die Wellen sind. Wenn da hinten was passiert mit dir, sieht dich keiner, es kann dir keiner helfen. Du musst vorne fahren bei den Wellen. Und dann habe ich das geübt und hatte trotzdem noch Schiss. Und dann letzten Donnerstag, ich habe das alles gar nicht geplant gehabt. Es war sein letzter Tag, am Freitag ist er geflogen und dann hat er gesagt, kommst du mit, diesen Downwinder zu machen, genau an dieser Stelle vorbeizufahren, wo das passiert ist, wo die Welle mich so gefressen hat und gewaschen hat und so weiter. Und davor hatte ich echt riesen Schiss. Ich habe es vorher schon mal probiert. Am Anfang, als ich ankam und da war klar, nee, da fahre ich nicht hin, fahre ich nicht hin. Und an diesem Tag, letzten Donnerstag, es waren riesengroße Wellen. Und er hat gesagt, und du fährst am Strand und lernst in diesen Wellen zu fahren. Du fährst am Strand. Und ich so, boah, okay.
Und dann habe ich genau gewusst, okay, irgendwann mal kommt diese Stelle mit diesen extra großen Wellen, wo das passiert ist. Ja, und genau an dieser Stelle mit diesen extra großen Wellen hat mich so eine extra große Welle gejagt. Und ich habe gedacht, Scheiße, was mache ich jetzt? Und dann bin ich mit dieser extra großen Welle, bin ich an den Strand gefahren und bin ausgestiegen und stand am Strand. Und dann wusste ich, der erwartet, sonnenklar, dass ich da wieder einsteige, dass ich wieder einsteige, dass ich dort wieder ins Meer gehe und weiterfahre. Und es war unglaublich. Ich war so ruhig und gleichzeitig aufgeregt, aber ich wusste genau, was ich zu tun habe. Und da war ein anderer, der wurde die ganze Zeit, wo er versucht hat, wieder ins Meer zu kommen, von diesen Wellen gewaschen. Und dann bin ich an dem vorbeigelaufen und ich wusste, es gibt so Sets bei den Wellen. Es kommen drei Wellen und dann wird es flach. Und dann kommen wieder drei große Wellen. Und da habe ich auf das gewartet, habe mich tatsächlich wieder getraut einzusteigen. Ich war so fokussiert. Ich war so fokussiert die ganze Zeit. Und ich wusste, das geht. Und ich wusste, wenn ich so mache, dann kann ich das. Und ja, dann bin ich genau an diesem Spot ausgestiegen und wieder eingestiegen. Und es war so eine riesengroße Überwindung für mich. Und der Witz war, gestern in Rising Up habe ich fast vergessen, das zu erzählen. Es war für mich, der Kreis war geschlossen. Diese ganze Sache, die passieren musste, die war wie ausgeblendet. Es war wie weg. Ich habe es wie vergessen. Ich bin wie neu gewesen. Es gibt keine mehr, die so Angst hat. Es gibt niemanden mehr in dieser Angst, in dieser Panik. Diese Frau, die gibt es nicht mehr. Und es waren viele Dinge, die ich tun musste dafür. Und ich musste jedes Mal ableveln. Ich musste jedes Mal Entscheidungen treffen, die nicht normal sind, die außerhalb meiner Komfortzone sind. Ich musste jedes Mal mich wieder überwinden. Aber was war's, dass es nicht so wahnsinnig schwer war? Ich habe eine Vision daraus geschmissen. Ich habe genau diese Vision daraus geschmissen. Die war nicht sonnenklar, aber die Vision war, ich will eine sein, die dieses Trauma nicht mehr hat. Ich will eine sein, die das nicht hat. Und diese Vision von dieser Frau, die habe ich da rausgeschmissen und die hat mich gezogen. Und die hat mich nach Naxos geschickt und die hat gesagt, du gehst jetzt nach Brasilien. Die hat alles organisiert für mich. Aber ich musste gehen. Ich musste gehen, ich musste die Sachen machen, ich musste das tun. Ich konnte nicht sagen, nö, das mache ich nicht wie ein störrischer Esel. Sondern ich bin Schritt für Schritt mitgegangen und jedes Mal, wenn dann das nächste Level da war, ja, da wusste ich, Scheiße. Das muss jetzt gemacht werden. Das musst du jetzt tun. Und das sind diese Dinge, wenn du das spürst und wenn du in deinem Divine Design drinne bist, wenn du dieses Selbstkonzept hast und weißt, wer du wirklich bist, dann zieht dich jede Vision, egal welche. Aber du darfst dich nicht abbringen lassen. Du musst immer wieder sagen, ich bin aber die, die das kann. Ich bin die, die das darf. Ich bin die, der das zusteht. Ich will die sein. Und ich meine, das ist jetzt meine Welt, ja? Für mich, ich kitesurfe seit Beginn, seitdem es gibt, seit über 20 Jahren. Das war schon immer mein Ding. Das war mein Ding, das war mein Lifestyle, das war mein Sport, das wollte ich machen. Ich war nie eine, die am Strand liegt und Bücher liest, sondern das war mein Sport. Das wollte ich von lernen, von Anfang an. Und es ist aber egal, um was es geht. Jeder hat so sein Ding. Und das kommen dann viele Dinge dazu, aber mit einer Sache darf es anfangen, ja? Und dann mache ich alles in diesem Tonus. So habe ich ja auch mein Business gemacht. So habe ich mich erst gesund gemacht. So habe ich mein Business gemacht. Und jetzt habe ich halt diese Sache auch noch so gemacht. Und da kommen noch zig andere Sachen und ich mache sie alle gleich. Ich schmeiße eine riesen Vision daraus. Habe keine Ahnung, wie das gehen soll. Aber ich will es. Ich will die sein. Ich will die sein, die das lebt und die das erlebt. Ich will die sein. Und dann gehe ich. Dann mache ich die Schritte.
Und es sind Schritte ins Unbekannte. Es sind jedes Mal Schritte ins Unbekannte. Das kann ich euch versprechen. Weil wenn es im Bekannten wäre, dann hätte ich es ja schon. Logischerweise muss ich jedes Mal ins Unbekannte springen. Logischerweise muss ich das machen. Und die einzige Sicherheit, die ich habe auf diesem Weg, ist mein Selbstkonzept. Und das Wissen, dass das Prinzip funktioniert. Dass einfach dieses das Prinzip ist und dass ich einzig und allein dafür sorgen muss, dass ich die Frau bin, die die Dinge macht, die die Dinge hat, die die Dinge kann. Das ist alles. Das ist mein einziger Job. Und dieser Job begleitet mich 24 Stunden am Tag. Und das hört niemals auf. Aber es ist völlig egal, welche Vision ich da rausschmeiße. Für welchen Lebensbereich, ob es für die Liebe ist, vor die Partnerschaft und so weiter. Wenn ich ganz glasklar bin und weiß, das ist meins, das will ich haben, das will ich haben, die will ich sein, dann bin ich die eigentlich schon. Aber ich muss meine Form mitnehmen. Die muss mit. Sonst glaubt das ganze System. Darum geht es ja, oder? Und deswegen bin ich manifestiert, deswegen bin ich ja verkörpert, damit ich den Körper mitnehme. Das ist ja der Gag dran. Ja, das ist ja der Weg, ist das Ziel. Und das muss ich kapieren. Und das habe ich eben früher natürlich auch nicht kapiert. Ich habe immer gedacht, der Weg ist da, um mich zu peitschen und dass das halt unangenehm ist. Aber nein, wenn ich kapiere, dass es genau um diesen Weg geht, dass der toll ist, dass ich den genießen darf, auch wenn es auf den ersten Moment mir Angst macht, weil es halt ein Weg ins Unbekannte ist. Aber jedes Mal, wenn ich neue Entscheidungen treffen muss und jedes Mal, wenn ich es dann einfach tun muss, weil ich so will, weil ich es halt so will, dann muss ich es halt auch so tun. Habe ich Schiss. Aber ich bin sicher, dass es gut rauskommt, wenn ich die bin, für die es gut rauskommt. Dann kommt es gut raus. Aber wenn ich mehr die bin, die scheitert, dann scheitere ich. Aber wenn ich per se weiß, wenn ich diese Regeln, wenn ich dieses Prinzip verfolge und mich nicht überzeugen lasse, dass irgendwas nicht für mich ist, dass irgendwas nicht gut genug ist, was ich haben möchte, was ich sein möchte, was ich verkörpern möchte, was ich erleben möchte, dann muss ich es auch erleben. Und da gehören eben diese Sachen dazu, von denen ich keine Ahnung habe, dass die kommen. Ich hatte keine Ahnung, ob ich reisen gehe hier. Ich hatte keine Ahnung, wie das klappt, mit wem, wie, wo, was. Aber die Leute stehen parat, die Situationen stehen parat. Es steht alles parat. Aber wenn ich keine Schritte mache, das heißt, wenn ich nicht eine Entscheidung treffe und es dann durchziehe, dann stehen die Leute trotzdem parat. Aber ich erlebe nichts von dem. Ich lerne niemanden kennen. Nichts, wenn ich Angst habe, Menschen kennenzulernen, mit Fremden zu sein. Das kann ich alles ablegen, indem ich weiß, letztendlich bin ich nur mit mir. Ich bin mit mir, egal wo ich bin. Egal, wen ich treffe, ich bin nur mit mir. Egal, mit wem ich rede, egal, was ich tue, ich bin mit mir. Und das ist meine hundertprozentige Sicherheit. Und wenn ich mich mal irgendwo reinziehen lasse, wo ich merke, das fühlt sich aber jetzt nicht nach mir an, so will ich es eigentlich nicht haben, dann muss ich die Richtung ändern. Muss ich die Richtung ändern und muss nicht sagen, ja, was hast du da für einen Scheiß gemacht oder wieso hast du das gemacht, da musst du jetzt durchziehen. Nee. Ihr seht ja auch, ich habe hier einen anderen Hintergrund. Ich hatte ja für den ganzen Monat hier über eine Bekannte ein Apartment gemietet. Das hat mir noch nie gefallen. Ich war da am Anfang drin, dann bin ich ja die 10 Tage wegreisen gewesen. Jetzt war ich da wieder 4, 5 Nächte drin und dann habe ich gesagt, nee, meine letzte Woche hier, no way. Ich will es schön haben. Ich will ein schönes Zimmer haben, ich will ein schönes Umfeld haben, ich will ein schönes Ambiente haben. Dann mein Kopf. Jetzt hast du aber das Apartment gezahlt und so weiter und so fort. Und, na, 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 na. Und stell dich nicht so an. Und dann habe ich da jetzt tatsächlich auch 2 Tage mit mir rumdiskutiert. Muss es denn sein? Und du kannst ja da an den Strand gehen und dann übernachtest du nur dort und so.
Bis ich dann irgendwann mal gesagt habe, Schluss jetzt. Ende, Schluss, aus. Hier gibt es keine Diskussion. Es gefällt mir dort nicht. Es gibt einen Platz, den ich kenne, der mir gefällt. Da bin ich jetzt. Und jetzt gehe ich. Und dann habe ich das halt gezahlt. So, egal. Aber nur zu leiden, weil ich was gezahlt habe. Ja, das ist auch so ein Ding. Das kommt mir auch immer wieder in den Kopf. Jetzt hast du es ja gezahlt und na, das kann man sich doch, kann man ja mal machen, kann man ja mal aushalten, ja. Aber jetzt habe ich entschieden, für die letzte Woche will ich es überhaupt anders haben und dann habe ich das anders. Und dann muss ich auch immer diskutieren mit mir, zum Teil länger, zum Teil tagelang. Aber zum Schluss kremple ich die Arme hoch und bewege mich. Und ich hatte auch keinen Bock, mein ganzes Zeug jetzt schon zusammenzupacken. Ich meine, boah, diese ganzen Kitesachen und richtig viel und das alles da runtertragen und so wie es dann auch war. Ich war im zweiten Stock in dem alten Apartment. Dann wollte ich, habe ich zusammengeparkt heute und dann wollte ich alles ins Auto runtertragen. Was war? Die haben die Treppe gestrichen. Ich musste ans ganz andere Ende des Gebäudes latschen, um die andere Treppe zu nehmen. So. Damit es extra nochmal mühsamer ist und so. Und ich dachte mir, ja, genau. Aha. Logisch streichst du heute hier die Treppe, aber weißt du was, ist mir scheißegal. Und dann laufe ich halt dahinter und dann laufe ich viermal und es ist mir wurscht. Ich habe es jetzt fertig entschieden und jetzt gehe ich und jetzt habe ich gepackt und jetzt laufe ich. Und dann habe ich das erledigt. Und es, ja, es war nicht angenehm. Ich hätte auch sagen können, ja, jetzt ziehe ich es dann noch durch und dann habe ich mein ganzes Zeug verteilt und jetzt wieder alles packen und dann in der Woche wieder packen. Nee, mache ich. Doch, mache ich. Und ich bin auch wieder so froh, dass ich es gemacht habe. Weil jetzt fühle ich mich wohl. Jetzt ist es genau so, wie ich es haben will. Aber ich muss mich doch bewegen. Ich muss mich bewegen. Ich muss von A nach B. Und ich muss alle Gründe, die mein Verstand sagt, sagen, I don't care. Es ist mir scheißegal. Es ist mir wurscht. Zahle ich halt doppelt. Es ist mir wurscht. Packe ich halt doppelt. Es ist mir wurscht. Ich will es so haben und dann muss ich es halt machen. Und es sind oft so Kleinigkeiten. Ja, ich meine, wie packen? Ehrlich gesagt, ich glaube, ich war eine Stunde beschäftigt mit Packen und Umziehen. Eine Stunde. Hallo? Eine Stunde. Aber mein Kopf hat ein riesen Ding draus gemacht, dass es so anstrengend ist und dass ich darauf keine Lust habe und dass es doch nicht sein muss und dass es wegen noch Stunde. Und so macht unser Kopf manchmal wirklich Kleinigkeiten, macht zu riesengroßen Hindernissen. Und das muss ich durchschauen. Ich muss es durchschauen. Sonst bewege ich mich wieder nicht. Sonst mache ich nicht das, was notwendig ist. Und deswegen immer erst diesen Mindset, ich muss das reinigen, ich muss mich klarkriegen, ich muss klar haben, was ich haben will, ich muss es klarkriegen. Und manchmal ist es ein bisschen komplizierter, manchmal muss ich wieder an meinem Selbstkonzept arbeiten, manchmal dauert es länger, manchmal muss ich was richtig krass trainieren, ja, manchmal muss ich mich in diese Position bringen. Ich hätte niemals nach Brasilien fahren können, ohne vorher zu trainieren und wirklich meine Kite-Fähigkeiten wieder aufzufrischen, sodass ich mich sicher fühle, das zu machen. Es ist das Allerblödste, wenn ich mich nicht trainiere. Wenn ich mich nicht sicher fühle, ich muss dazu finden, dass ich die bin, die das sicher kann, die das sicher, also einerseits körperlich, aber die auch sicher diesen Mindset hat. Und deswegen trainiere ich. So viele meinen Coachings. Das ist ein unendliches Training. Und wir haben es jetzt mal in der Rising Up Community haben wir das ja auch jetzt angefangen. Dank der Challenge sind viele in dieses wirklich richtige Training reingegangen. Ja, es ist ein Training. Und ich kann Trainingspausen machen. Aber ich kann nicht aufhören zu trainieren. Niemals. Niemals. Es geht immer weiter, es geht immer weiter, es ist immer Next Level. Und ich will auch immer wieder was Neues. Und wenn in euren Köpfen noch das Ding ist, ist es denn nie genug? Bist du denn ein Nimmersatt? Hey, ich bin Schöpfer. Ich bin Schöpfer, das ist meine Natur. Ich will Neues erschaffen. Erschaffen und es erleben. Ich will es nicht nur erschaffen, sondern ich erschaffe es, um es zu erleben.
Das ist mein Ding, das ist mein Job, das bin ich, das ist jeder, so sind wir hier gemacht. Nur auch hier wieder der verdammte Mindset, der uns sagt, ja, hast du nicht genug? Nein, es gibt niemals genug. Es gibt nicht genug. Hast du mal genug geatmet? Hör doch mal auf zu atmen. Du willst immer atmen, jeden Tag. Und wenn du dich mehr anstrengst, dann willst du noch mehr atmen. Hast du nicht mal genug geatmet? Das wäre ungefähr das Gleiche, oder? Nein, ich bin hier, um mich auszudehnen, um mehr zu haben, um mehr zu Erfahrungen zu haben, um mehr Geld zu haben, um mehr Möglichkeiten zu haben. Geld ist ja nur Möglichkeiten, um mir mehr Sachen zu ermöglichen, um mehr zu erfahren. Geld ist nur ein Vehikel, genauso wie der Atem. Mehr geile Beziehungen, mehr Zweisamkeit. Das ist immer wieder die Frage, wie viel mehr brauche ich? Wie viel will ich es denn mehr haben? Wie ist denn, wenn es für mich gerade mal optimal ist? Und wenn es dann optimal ist, dann will ich was anderes, was optimal ist. Und ich will das und das ist das Normalste der Welt. Es ist das Normalste der Welt, dass ich mir das eingestehe und sage, es ist nie genug. Es ist nie genug. Aber es ist nicht nie genug, weil ich nicht erfüllt bin, sondern im Mangel, sondern ich bin in der Erfüllung. Ich trage meine Erfüllung in mir. Und es ist nie genug, was ich aus dieser Erfüllung generiere, kreiere und erlebe. Da ist es nie genug. Weil dazu bin ich da. Und das ist so, so wichtig zu erkennen, dass es immer weitergeht. Und dass es immer ein größeres Spiel gibt. Es gibt immer ein größeres Spiel. Weil ich immer eine größere Frau werde, weil ich immer eine größere Persönlichkeit werde, weil ich immer weniger Angst habe, weil ich immer weniger Unsicherheit habe, weil ich immer mehr in mein Divine Design gehe, wenn ich das von Größe sagen kann. Und deswegen bin ich immer mehr von mir. Ich werde immer mehr von mir. Ich werde jeden Tag mehr von meinem Divine Design. Ich werde jeden Tag mehr von meinen Möglichkeiten. Ich werde jeden Tag mehr von meiner Begeisterung. Ich werde jeden Tag mehr. Und logisch drückt sich das in mehr aus. Ich bin ein Ausdruck von diesem Universum, von meinem Universum. Und zu meinen, dass da irgendwo mal ein Limit ist, entspricht nicht dem Prinzip eines energetischen Le Wesens. Ein energetisches Wesen dehnt sich aus und drückt sich aus in noch mehr. Und es ist neues Meer. Es ist neu. Status quo reicht mir nicht als energetisches Wesen, weil ich bin ja Schöpfer. Das ist meine Natur. Und wenn mein Na Mindset mich beschränkt, dann entspricht es eben wieder nicht den Regeln der Gesetzmäßigkeit des Prinzips des Divine Designs, der göttlichen perfekten Energie. Die ist unendlich vorhanden, unendliche Ressourcen sind da. Nur mein Kopf sagt, es gibt Beschränkungen und die gibt es nicht. Und ich darf von allem mehr machen. Ich darf von allem mehr erfahren. Ich darf von allem mehr erleben. Ich darf von allem mehr geben. Und ich darf von allem mehr nehmen. Das ist meine Natur. Und die wurde mal richtig schön klein gemacht durch so einen Satz wie, dir kann man es nie recht machen. Für dich ist es nie genug. Und das ist das, was halt dieses Wesen im Human Design gehört hat und wo halt gedacht hat, scheiße, es muss doch mal genug sein. Es muss doch mal reichen. Irgendwann mal reicht es doch. Wie viel willst du noch haben? Ich will alles haben, aber ich brauche es nicht, weil ich es ja schon habe. Das ist eine ganz andere Geschichte, wie ich brauche es, ich brauche es, ich brauche es, ich brauche den Liebhaber, ich brauche den Schatz, ich brauche den Mann im Bett, ich brauche die Kohle auf dem Konto, ich brauche es, ich brauche es, ich brauche es, wenn ich es nicht habe, bin ich nicht gut genug. Das führt dazu, dass man immer wieder gespiegelt kriegt, hast du nie genug? Kann man es dir nie recht machen?
Aber wenn du aus der Erfüllung rausgehst und diese Vision nach vorne schmeißt und sagst, als dieses Wesen, als diese Frau will ich mich erfahren. Kein Mangel. Es ist nur ein Shift. Es ist nur ein Shift. Und ich shifte so oder so. Ich shifte mich die ganze Zeit im Mangel rum. Aber wenn ich da irgendwann mal ausgestiegen bin und in meinem Divine Design angekommen bin, shifte ich weiter. Aber da shifte ich als Divine Design Wesen in meinen Erfahrungen und in meinen Erlebnissen. That's it. Eigentlich so unspektakulär. So unspektakulär. Eigentlich so krass simpel. Wenn ich da mal aus diesem Wust, aus diesem Knäule von meinem Hirn ausgestiegen bin und alles für mich klar gemacht habe. Ich fasse jetzt ganz kurz zusammen, bis ihr eure Fragen stellen dürft oder eure Beiträge oder auch selber was teilen, Erfahrungen. Zusammenzufassen ist, ich muss wissen, wer ich bin im Divine Design. Ich muss in meine Erfüllung kommen und aus meiner Erfüllung heraus die entsprechenden Bewegungen, Movements, Aktionen machen, von denen ich nicht weiß, warum sie so sind. Ich merke nur, that's it. Jetzt ist es dran. Jetzt ist es dran. Jetzt ist es dran. Und ich habe Schiss, aber ich weiß, jetzt ist es dran. Und der Schiss und die Angst und der Zweifel, die halten mich nicht davon ab, weil jetzt ist es dran. Weil ich habe meine Vision rausgeschmissen. Ich will das. Ich will das erleben. Ich will mich als diese Frau erleben. Also ist es dran, dass ich das mache. Und ich mache es, weil es gut rauskommt. Es muss gut rauskommen, weil alles für mich gut rauskommt. Und das ist the bigger game für mich. Ja, und deswegen heißt jetzt die nächste Runde, die anfängt von Rising Up, die heißt The Bigger Game. Weil es bigger ist. Bigger als mein Kopf glaubt. Es ist viel größer. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur mehr. Ich will mehr von diesem Leben. Und nicht, weil ich es brauche, sondern weil ich es generiere. Weil es mein Job ist. Weil es mein Job ist. Ganz einfach. Und deswegen will ich das Bigger Game machen. Ich will große Sachen erleben. Und groß, es ist ja nichts klein oder groß. Es ist nur groß für den Verstand. Es ist alles, Abraham Hicks sagt so schön, du kannst einen Hosenknopf genauso manifestieren wie ein Schloss. Also es gibt nichts Großes oder nichts Kleines. Aber mein Kopf denkt, es wäre groß. Und dann darf ich das auch denken lassen. Aber ich darf mich nicht aufhalten lassen, weil ich weiß, egal wie groß es ist für mich. Und ich spiele hier the bigger game, weil ich bin ausgestiegen aus Beschränkungen und aus Mangel. Ich bin in der Erfüllung. Ich brauche nichts mehr. Ich bin die, die da erfüllt ist. Also, her mit dem geilen Leben. Das ist dieser Kreislauf. Und dann irgendwann mal sitze ich ganz oben und sage, absolut gibt es nichts anderes außer mir. Also komme ich damit klar. Wenn es nichts anderes außer mir gibt, dann komme ich damit klar, dann mache ich mich zu der allerbesten Version von mir. Und das ist auch unendlich. Ich kann unendlich mich entwickeln. Und dann macht es Spaß. Dann macht es richtig Spaß, weil ich brauche nichts von dem, aber ich freue mich jedes Mal, wie ein kleines Kind zu Weihnachten und sagt, ja. Yeah. Und wieder ging's. Und wieder ging's. Und wieder habe ich es hingekriegt. Und wieder habe ich es geschafft. Aber ich brauche es nicht. Ich bin völlig unabhängig davon. Und auch mit meinem Ex-SP, wo ich alles geteilt habe auf YouTube, da bin ich auch nicht hinten dran. Der hat mir geschrieben und seitdem ich in Brasilien gelandet bin und seitdem sind wir in Kontakt. Ich habe das aber gewusst. Es war für mich klar, aber es war für mich nicht wichtig. Ja? Es war für mich klar, dass der sich sortiert, weil ich das so sage. Es war für mich klar, dass er wieder klarkommt. Es war für mich klar, dass er wieder auf mich zukommt. Aber ich brauche es doch nicht. Aber es ist schön, es ist nett, dass es so ist. Und es ist auch nett, die Kommunikation, die wir miteinander haben. Aber ich brauche nichts von dem.
Aber ich sage trotzdem, dass es so ist. Und das ist das Wichtige. Das ist das Wichtige. Und das mache ich zum Beispiel auch in Rising Up, mache ich das so krass, ja. Bei denen, jeder, der gesagt hat, was er haben will, hat es gekriegt. Und deswegen ist jetzt das Bigger Game. Weil jetzt kommt das Nächste, was ich haben will. Es kommt das Nächste. Geld, Freiheit, Selbstbestimmtheit. Das sind die Dinge, die ich haben will. Und diese Dinge will ich haben, weil sie mir entsprechen. Nicht, weil ich was beweisen muss, sondern weil es eine logische Konsequenz ist von meinem Seinszustand. Und da geht es halt weiter und weiter und weiter. Und da muss ich halt in jedem Bereich, Geld, Partnerschaft, Reisen, Liebe, alles Mögliche, boah, voll in die Vollen gehen, ins Bigger Game. Weil ich weiß, es ist doch möglich, es ist doch alles auf die gleiche Art und Weise möglich. Nur mein Kopf erzählt mir irgendwelche Wies und Geschichten und komme jetzt auch gleich zum Schluss und auch im Rising Up gestern, es war so ein riesengroßer Punkt, wo ich mir Sachen verwehre, weil ich sie nicht so haben will, sondern anders. So will ich es nicht haben. Und ich sage euch das auch noch. Es war die Frage und so funktioniert es dort eben. So mache ich diese Räume immer größer und größer und weiter auf. Und dann sage ich, was ist, wenn ein SP jetzt plötzlich sagt, ich zahle dir deine ganzen Lebenshaltungskosten? Ich schmeiße es jetzt hier auch mal in den Raum. Was ist, wenn ein SP dir sagt, er zahlt dir plötzlich deine Lebenshaltungskosten? Du musst dich nicht mehr ums Geld verdienen kümmern, sondern du machst einfach das, was dir Spaß macht. Oh. Dann muss ich ja mit dem zusammenziehen, dann müssen wir ja, was weiß ich nicht was, das muss ja irgendwelche Konsequenzen haben, der muss ja was von mir dafür kriegen. Nö. Der macht es einfach, weil er es will. Der macht es einfach, weil er es will, weil es ihm Spaß macht, weil es ihn erfüllt. Was? Aber ich muss doch was dafür tun. Wenn wir da nicht in einer festen Beziehung sind oder verheiratet, dann kann er das doch nicht machen. So nicht? Ja, und dann wohnt er dort, dann haben wir nach wie vor eine Fernbeziehung und er zahlt meinen ganzen Lebensunterhalt. Na klar. Na, das geht nicht. Nein, das geht überhaupt nicht. Hallo? Warum nicht? Und das ist ein kleines Beispiel, ja, von Beschränkungen, die wir uns selber auferlegen, weil wir unseren Kopf nicht dahin kriegen. Das ist bedingungslos, egal woher, ja. Wenn ich sage, bedingungslos kann alles für mich erfüllt werden, dann muss ich jede Art und Weise der Erfüllung okay finden. Aber wenn ich sage, nö, grundsätzlich ist es für mich überhaupt keine Option, dass mein SP für meinen Lebensunterhalt zahlt, ohne dass wir zusammen wohnen und eine 100% committede, klassische Seite-an-Seite-Beziehung haben. Das ist nur ein Beispiel, ja? Das kannst du weiterspinnen, das kannst du hinspinnen, wie du willst. Such dir jemanden, von dem du nichts annehmen willst. Und bring deinen Kopf dazu, dass es in Ordnung ist, wenn diese Person für deinen Lebensunterhalt aufkommt. Und solche Sachen machen wir in Rising Up, weil egal wo es verstopft ist, wo der Empfang verstopft ist in deinem Kopf, in deinem Unterbewusstsein, das stopft die Energie. Du sagst, so will ich es nicht, so will ich es nicht und so darf es auf gar keinen Fall sein. Wir müssen, ich will es haben. Und es darf auf jede Art und Weise sein. Auf jede Art und Weise. Dann ist die Energy offen. Und dann kommt es meistens so, wie es mir auch gefällt. Aber wenn ich sage, so will ich es nicht haben, dann kann ich von zwei Sachen ausgehen. Es kommt entweder gar nicht oder es kommt so, wie es mir nicht gefällt. Und dann wehre ich es auch ab. So funktioniert die Energie. Wenn die Energie sage, wenn ich dem Geld sage, keine Ahnung, in Dollar darfst du mich nicht zahlen. Ja, super. In Dollar nicht, aber in Euro schon. Ja, in Euro darfst du mich zahlen. Aber in Dollar darfst du mich nicht zahlen. Ja gut, dann zahle ich dich halt gar nicht.
So kann ich mir das vorstellen, ja. So kommt es nicht und von dem darf es nicht kommen und aus der Sache darf es nicht kommen. Ja, ich habe so viele Sachen, wo ich mir sage, so darf es nicht kommen. Aber es kommt, wie es kommen will. Und es fordert mich heraus, anzunehmen. Und die Person, die mir wirklich in der tiefsten Zeit meines Lebens geholfen hat, war ein absolutes No-Go. Der war völlig verkifft. Hat noch gekokst und er stand da und hat mich motiviert, den Schritt zu dieser Operation für meine Hüfte zu gehen, den ich nicht gehen wollte. Dieser Typ hat es gemacht. Und es war für mich großes Kino, von dem die Unterstützung hat. Ich will doch nicht von so einem unterstützt werden. Das ist doch nichts. Nein, das mag ich nicht, das mag ich nicht. Und da habe ich einen Riesenkampf gehabt. Und zum Schluss habe ich ihn dann eh in die Wüste geschickt. Und zwar am Tag nach der Operation. Und ein Jahr später habe ich ihm dann noch gedankt. Und nochmal ein Jahr später kam er und hat zu mir gesagt, er fand es so toll, dass ich ihm gedankt habe. Ob ich denn nicht Lust habe, dich hinzutreffen? Nein, danke. Ich bin raus. Für mich hat es auch diesen Kreis hat geschlossen gehabt. Aber es war eine große Sache. Der war da on point und hat mich zu dem hingeführt, was ich rausgeschmissen hat. Entweder wird mein Leben geil oder gar nicht. Und der war da und hat gesagt, ich will das. Ich will sehen, wie dein Leben geil ist. Ich will sehen, wie du bist, wenn du Sport machst. Ich will sehen, wenn du fit, wie das aussieht, wenn du fit bist. Zack, let's do this. Und ich habe es nicht für ihn gemacht. Aber er war derjenige, der da war. Und der hat mir überhaupt nicht gefallen, in dieser, dass er das gemacht hat. Aber der kam halt. Und da war genau goldrichtig. Der war goldrichtig. Den habe ich da gebraucht. Und jetzt sind wir immer noch super gute Freunde. Und übrigens hat der die Musik geschrieben. Das, was ich euch jetzt auch in die Community reingestellt habe, der hat die Musik gemacht für diesen Soundscape. Der hat die Musik geschrieben. Für mich. Für dieses Ding. Und die Musik ist Hammer. Und er hat auch noch das andere von Ich bin die Göttin geschrieben. Begnadeter Musiker. Absolut. Und völlig egal, ob es der richtige Mann an meiner Seite ist. Er war der richtige Mann für richtige Erlebnisse und richtige Erfahrungen. Und eine dieser Erfahrungen war unter anderem auch, dass ich eine Musik wollte für diese Sachen, die ich gesprochen habe. Also, so ist es nun mal. Aber wenn ich gut bin, dann passieren mir halt die guten Sachen. Und dann sind sie manchmal halt in der Verpackung, die mir erstmal gar nicht so gefällt. Aber nachher merke ich, wow, das hat alles super toll geklappt. Hat super toll zusammengepasst. So, ihr Lieben. Also, jetzt habe ich euch dann eine Stunde lang was erzählt. Das geht ja eigentlich noch. Ich dachte, es dauert länger. Ja, schaltet einfach mal eure Fragen an. Ich tue jetzt auch die Aufzeichnung ausschalten.